Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet. Das Wochenende steht vor der Tür und für einige von euch heißt das, es ist ein ganz besonders tolles Wochenende, denn der Elbkrupp steht an und ja, ich kann leider nicht dabei sein. Ich hätte super gerne ein paar von euch mal persönlich kennengelernt, aber durch den Umzug war es mir leider nicht möglich, daran teilzunehmen. Aber ich hoffe, es gibt noch viele andere Gelegenheiten, wo man mal die Chance hat, sich vielleicht persönlich kennenzulernen. Und ich wünsche euch aber für alle, die da dabei sind, eine wunderschöne kreative Zeit. Ich hoffe, ich kann zumindest bei Instagram so einige Bilder von dem Elbkrupp erhaschen und bin sehr gespannt auf eure Projekte, die ihr da werkeln werdet. Ich kenne sie nämlich nicht. Und ja. Und jetzt ist erstmal Release-Zeit, genau. Und ich zeige euch mal zum Thema Crop-Zauber, so ist nämlich unser Motto diesen Freitag, was es alles Tolles Neues im Shop geben wird. Und ich starte mal mit dem Dienstagsvideo von dieser Woche, denn das war ja ein Video außerhalb der Reihe. Es gab nämlich einen besonderen Anlass, und zwar den Tag der seelischen Gesundheit. Das haben einige aus der Bastelwelt genutzt, um sich zusammenzutun und so ein bisschen das Thema in den Vordergrund zu rücken, was ich sehr, sehr schön fand, denn auch ich kenne das Thema, wenn man sehr viel Stress hat, belastet ist, dass das eben sehr oft auch auf die seelische Gesundheit geht und deswegen fand ich das super, dass sich da einige zusammengetan haben und wir aus dem Designteam von Kreativdepot haben uns mit Farbtonpapier zusammengetan gehabt und haben mit jeweils der Produkte des anderen Shops gearbeitet. In meinem Fall war das jetzt hier diese wunderschöne, tolle Sternenstanze, die ich zur Verfügung gestellt bekommen habe von der lieben Petra. Und ich habe daraus zwei Verpackungen gemacht und das Video, das verlinke ich euch hier oben nochmal in der Ecke, der das vielleicht noch nicht gesehen hat, kann da gerne mal reinschauen. Ich bastel da nämlich mit euch solche Würfelboxen und mein Prototyp war diese Box hier. Da habe ich eine 10x10 Box gebastelt und habe dann hier den Stern so als Sichtfenster vorne drauf gesetzt gehabt und fand das schon ganz schön, aber dann hatte ich durch Zufall irgendwie mal so den Deckel so hochgehoben und dachte so, oh, das sieht aber auch toll aus. Und habe dann im Video diese Variante mit euch zusammengebastelt, die hier noch so einen Rahmen innen hat, dass die Box hier vorne schön bündig angeschoben werden kann. Der Stern dann aber innen sitzt und dadurch behält die Box auch ihre Form. Also diese 10x10 Form. Hier hat sie auch 10x10, aber dadurch, dass der Stern vorne dran sitzt, ist es halt doch nochmal ein bisschen anders da. Ja, genau. Und dieser Stern hier, das ist eine tolle Stanze von Farbtonpapier, die es, glaube ich, relativ neu dort gibt. Und ich hatte hier die Größe S. Ja, und finde die einfach auch total meditativ, wenn man die bastelt. Denn ihr müsst euch diese ganzen kleinen Teilchen hier einmal ausstanzen und dann zusammensetzen. Und das kann wirklich sehr entspannend sein, wenn man das zusammensetzt. Deswegen fand ich das auch irgendwie ganz passend, dass das zu diesem Tag war. Weil für mich, als ich die Sterne hier gebastelt habe, war das so ein bisschen, ja, so Me-Time, ne? Also erstmal diese Sterne zusammen zu kleben. Und dann sie zu verbasteln. Genau, im Hintergrund seht ihr schon auch diese neuen Präge- und Cut-Folder, die es jetzt im Shop von Kreativdepot gibt. Und ich finde, gerade wenn man so ein dominantes Stanzteil hat, finde ich das sehr schön, sowas im Hintergrund zu haben, weil es so schlicht ist und trotzdem erkennt man einen Spruch. Und das finde ich richtig toll, weil sonst habe ich es tatsächlich sehr schlicht diesmal gelassen und nicht noch irgendwie oben oder irgendwo anders dekoriert oder einen Spruch drauf gemacht, weil ich finde, das ist schon aussagekräftig genug. Genau. Und dadurch, dass es eine 10x10 Box ist, passt da auch schon ordentlich was rein. Also wenn man die ein bisschen stabiler baut, da könnte man auch so eine kleine Tasse zum Beispiel reinpacken. Ja, genau. Aber das, wie gesagt, das war das Dienstagsvideo diese Woche. Dann komme ich als nächstes zum Mittwoch-Spezial. Ich habe
Es leider nicht geschafft, die Box, die es diesen Mittwoch gab, fertig zu basteln. Ich habe hier nur einmal den Rohling, den ich angefangen hatte, denn es gab diesen Mittwoch diese Box hier. Das ist die Box mit Klappdeckel und die sieht fertig so aus hier, dass die hier so ein bisschen ja, nach innen geklappt wird und dann hier so einen Deckel hat. Ich hatte mir das Designpapier hier ein bisschen selber gemacht und zwar mit den Magicals, die ich ja bei der Roomtour mal gezeigt habe und die mir dann wieder in die Erinnerung gekommen sind, dass ich die hier mal verwenden könnte und habe mir mit Aquarellpapier da so ein bisschen was drauf gegeben und dann auch noch mal mit einem Prägefolder und zwar mit diesem hier aus dem Shop. Das ist der Sternkreis. Hatte ich mir das noch ein bisschen geprägt und ich hätte es gerne hier vorne noch ein bisschen dekoriert und dann auch, dass es besser schließt mit einem Band, aber ich habe es zeitlich einfach nicht mehr geschafft. Aber die Box hat auch eine sehr, sehr schöne Größe und zwar ist die von der Höhe her so circa, ja, ich bin mal großzügig, ich sag mal so 11 cm. Dann hat sie eine Tiefe von so 3,5 und eine Breite von, ja, 6,5 ungefähr, ein bisschen mehr. Also da passt ordentlich was rein, ne? Könnt ihr hier auch noch mal sehen. Ich denke, das ist auch eine schöne Verpackung für Adventskalender, denn die ist total schnell gemacht, sind nur zwei Teile und ihr könnt da so in Massenproduktion übergehen, wenn ihr die Box hier baut. Genau, kann man dann auch hier zum Beispiel mit einem Klemmerchen hier seitlich schließen oder mit einem Magnet. Keine Ahnung, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ja, ich wollte es euch zumindest mal zeigen. Und ich hoffe, der eine oder andere konnte sie ergattern für sich. Genau, wo mache ich weiter? Ich mache noch mal ein bisschen weiter mit Papier. Da gab es ja letzte Woche die ersten Papiere zu dem Basic-Papier Marineblau. Und heute gibt es jetzt noch mal drei weitere. Und zwar gibt es einmal Basic Marineblau Dudelherzen plus Sprenkel. Also seht ihr ja, eine Seite ist da mit diesen tollen Herzen, eine mit diesen ja schon so schneeflockenartigen Punkten. Dann gibt es dieses hier, das ist so ein bisschen mein Favorit, weil ich bin halt einfach auch Pünktchen-Fan. Und das ist Marineblau Pünktchen plus Herzchen. Da ist dann die Rückseite einmal mit diesen Herzen. Und ich finde, Pünktchenpapier geht einfach immer und kann man nie genug haben. Dann gibt es noch dieses hier. Das ist Marineblau Doodle, Dächer und Streifen. Und dann habt ihr hier die Streifen. Und die finde ich auch richtig toll. Gerade wenn man gerne maritim bastelt, ist das für mich so ein Basic-Papier, was man auf jeden Fall zu Hause haben sollte. Weil das sieht richtig maritim aus. Finde ich sehr, sehr schön. Da gibt es ja auch das, was ich letzte Woche verwendet habe, wo das dann weiß ist und die Streifen sind blau. Das finde ich auch ganz toll. Aber das finde ich nochmal ein kleines bisschen schöner, weil es nochmal so unregelmäßig ist. Genau, das sind die drei Papiere, die es heute noch gibt. Und dann starte ich mal. Es kommen super schöne Herbstsachen heute noch in den Shop. Und ich bin ein bisschen traurig, dass ich das zeitlich einfach nicht geschafft habe, sie zu verbasteln, weil es ist total meins gewesen und ich habe auch eine Idee dazu im Kopf gehabt, aber die wäre wieder ein bisschen aufwendiger und größer geworden. Und daher habe ich das leider nicht umgesetzt bekommen. Aber es gibt heute einmal dieses tolle Bundle von Emma Pünktchen. Da gab es ja jetzt schon lange nichts mehr Neues im Shop. Und jetzt gibt es endlich mal wieder ein neues, sehr, sehr süßes Bundle, wie ich finde. Das nennt sich Designline Herbstzeit. Und die habt ihr hier super süße Igel. Also wirklich, die sind ja mal Zucker. Und dann auch Kürbisse, wo ich richtig toll finde, weil ich mag Kürbisse. Und auch hier dieses Eichhörnchen, das ist einfach so putzig. Oder hier dieser Apfel mit Gesicht und dann nochmal hier die kleinen Igelchen. Dann habt ihr hier ein kleines Hello. Dann hier mit dir an meiner Seite. Hat du bitte Nüsschen? Auch sehr süß. Blümchen für dich und Autumn. Ja, und dann noch so Herzchen und noch mein kleiner Igel. Und das Schöne diesmal ist, und das ist auch das erste Mal bei Emma Pünktchen Set so, ihr habt hier auch die Outline-Stanzen und könnt euch diese ganzen putzigen kleinen Figürchen dann einfach auch ausstanzen. Und das finde ich toll, weil gerade diese Igelchen hier auszuschneiden ist immer ein bisschen schwierig. Und so könnt ihr euch die einfach ausstanzen. Und deswegen
Ein sehr, sehr hübsches Bundle. Ich hätte es auch gerne noch ein bisschen bearbeitet, aber leider nicht geschafft. Irgendwie mein Standardsatz im Moment. Leider nicht geschafft. Zu viel das und das andere getan. Naja, es kommen auch wieder andere Zeiten, hoffe ich. So, und jetzt zeige ich euch mal ganz viele Stanzen, die heute in den Shop einziehen, denn die haben alle so das Thema Wald. Und das hier ist ja mal die Oberhammerstanze. Ich liebe ja auch so Baumstanzen und ich habe auch schon die ein oder andere, aber die finde ich auch noch mal richtig toll. Das ist einmal die Designline, nee, das ist keine Designline, sondern Birkenwinterwald. Genau. Und von der Höhe her sind diese hier ungefähr, ja, ein bisschen mehr wie 14 cm. Und finde ich eine tolle Größe, wenn man die sich auch so ein bisschen versetzt arrangiert, dann kann man damit richtig tolle Waldszenen basteln. Ich habe euch in der Roomtour mal eine Karte gezeigt, wo ich das mit anderen Stanzen gemacht habe. Im Moment, ich hole die mal kurz. Und da kann man das nämlich mit diesen Stanzen genauso machen. Und zwar diesen hier habe ich euch in der Roomtour schon mal gezeigt. Das sind jetzt nicht diese Stanzen, aber die sind sehr ähnlich. Und ich habe mir das einfach damals mit Aquarellpapier ausgestanzt und auch mit Aquarellfarbe dann einfach bearbeitet. Und so könnt ihr nämlich dann durch so mit solchen Stanzen wunderschöne Waldszenen so kreieren. Da habe ich dann hier noch mit den Distress Oxides mir das so ein bisschen, ja, so. Wie nennt man es? Aber so ein bisschen halt so gewischt, dass das so der Fokus hier auf dieser hellen Mitte ist. Da soll irgendwann, wenn ich es in diesem Leben noch schaffe, eine Koloration Platz finden. Und ja, aber einfach nur mal, das sind jetzt nicht diese Stanzen, das waren andere, aber die sind ja sehr ähnlich, damit ihr mal seht, was man daraus Tolles auch machen kann. Genau. Und dazu gibt es natürlich auch noch ein paar schöne Waldbewohner. Und zwar hier mein Favorit. Ne, wie kann es anders da sein? Ein paar Hirsche. Also hier in dem Fall Waldbewohner Familie Hirsch. Und wie süß sind die bitte? Sie sind so toll. Vor allem hier dieses Rehkitz. Oh, richtig, richtig schön. Und ich freue mich. Ich hoffe, ich kann es zur Weihnachtszeit ein bisschen verbasteln, weil Hirsch gehört für mich persönlich auch so ein bisschen zum Thema Weihnachten. Und ja, da freue ich mich sehr, diese Teile hier alle zu verbasteln, weil das wäre so für diese Woche total, wie gesagt, meins gewesen. Dann gibt es hier noch so ein paar klitzekleine Waldbewohner. Und zwar nennen die sich auch Waldbewohner klein. Und das sind natürlich auch tolle Motive, um sie auch hier in Verbindung mit dem Birkenwald so zu arrangieren. Ne? Das sind hier Eichhörnchen in verschiedenen Positionen, einmal rennend, einmal so Nüsse essend, dann hier ein kleiner Hase und ein Uhu, Uhu-Eule, wie auch immer. Dann hier verschieden, auch noch ein Vogel, der hier auch noch ein Vogel. Ja, also richtig süß. Und die passen wirklich sehr, sehr gut auch von der Dimension her zu diesen Stanzen wiederum. Und dann gibt es noch dieses Set hier. Das sind die Waldbewohner Fuchs-Set. Und da habt ihr drei verschiedene Füchse. Finde ich auch toll. Wenn ich jetzt solche Stanzen bearbeite, würde ich das immer mit Aquarell machen, weil das dann einfach so ein bisschen lebendiger wirkt. Das ist Geschmackssache natürlich. Man kann es auch nur aus normalem Cardstock ausstanzen. Aber ich hätte mir das in so einem richtig schönen Rost Ton dann mit Aquarell bearbeitet. Genau. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es nochmal die Möglichkeit, wenn es mehr Richtung Weihnachten geht, dass ich das hier nochmal schön verbasteln kann. Denn da habe ich richtig Lust drauf. Dann gibt es noch diese Schablone hier. Das ist einmal Zweige mit Herzen. Und ja, passt auch wieder sehr gut zum Thema Herbst. Da habt ihr nämlich einfach so ein paar schöne Blätter. Und zwischendrin, das sieht man fast gar nicht, aber so ein bisschen vielleicht, sind immer so kleine süße Herzchen. Also ein ganz toller Hintergrund, wie ich finde. Und genau, auch so vom Muster her schön eng beieinander, wenn man das so ein bisschen unregelmäßig, entweder mit Paste oder mit vielleicht auch Distress Oxides verwischt, kann ich mir das sehr, sehr schön als Hintergrundgestaltung vorstellen. Genau. So. Dann, wo mache ich denn weiter? Ja, dann mache ich nochmal mit einem tollen Bundle weiter. Da habe ich nämlich wieder eine Inspiration für euch. Und zwar kommt heute nochmal ein tolles Treebird Bundle in den Shop.
Und das hier ist einfach mal richtig cool. Das nennt sich Bärmas Tee und passt zu der Linie, die wir mit dem Thema Yoga hatten, natürlich dann auch perfekt, denn dieser süße Bär hier von Treebird macht sämtliche Yoga-Positionen. Hat hier nochmal dann ein paar Schriften mit dabei. Bärmas Tee, keep calm and celebrate Yoga. Einatmen, ausatmen, um. Und hier nochmal ein Um. Und dann hier auch das kleine Vögelchen, das hier auch nochmal so ein bisschen Yoga versucht. Einfach zuckersüß. Und auch wieder diese Herzchen. Alles richtig süß. Also total meins wieder. Und hier auch wieder dann die passenden Outline-Stanzen. Ich habe daraus ein kleines Büchlein gemacht, denn ich hatte hier noch solche kleinen Notizblöcke und fand es irgendwie ganz nett, dass ich das hier so ein bisschen dekoriert habe. Das ist auch unser Watch Me Craft Video heute im Anschluss. Da zeige ich euch, wie ich hier einfach hier diesen Umschlag gemacht habe, mit Buchleinen bezogen habe, dann diesen Block reingesetzt und dann ein bisschen dekoriert. Ich habe es hier diesmal ohne Spruch gelassen, denn der Spruch ist hier drin. Möchte es jetzt nur nicht gerade aufmachen, da kriege ich es nicht mehr zu. Aber im Video seht ihr dann ja, wie es innen aussieht. Ja, und ich finde die Kombi auch so schön mit diesem kupferfarbenen Nylongarn und dieses bräunliche, und dann hier habe ich mit diesen Flakes wieder gearbeitet. Ja, also gefällt mir sehr, sehr gut, und das werde ich bestimmt noch ein bisschen behalten, bevor ich es verschenke, weil es gibt manchmal solche Basteleien, die müssen erst noch ein bisschen bei mir bleiben, bevor ich sie verschenken kann, wenn ich selber einfach, ja, wenn es mir selber gut gefällt. Aber ich glaube, das kennt man auch. Und hier habe ich dann diesen Bären auch wieder koloriert mit den Polychromos. Ich habe versucht, weil ich das persönlich immer schöner finde, ihm so einen Hals oder Kopf zu kolorieren. Und ich finde, es ist eigentlich ganz gut geworden. Also ich hatte hier auch eine neue Farbkombination ausprobiert, mit der war ich erst nicht so glücklich, weil sie sehr gelbstichig war. Aber am Ende konnte ich es dann noch retten, aber es hat echt lange gedauert. Und ich habe mir ungefähr 20 Mal gedacht, ich feuer es in die Tonne. Aber bei den Polychromos ist es einfach so, man muss wirklich die ersten Schichten dranbleiben, bis die Koloration wirklich schön wird. Das ist leider einfach so, dass man da mehr Zeit investieren muss. Aber am Ende habt ihr dann auch die Möglichkeit, wirklich so ein tolles Ergebnis zu erzielen. Ja, aber auch ich komme da oft an diesen Punkt, wo ich sage, nee, das wird nichts mehr. Aber ich versuche dann immer wieder zu sagen, doch, zieh's durch, das wird noch gut. Ja, aber ist auch manchmal schwierig. So, jetzt mache ich ein bisschen weiter mit Weihnachten. Da kommt nämlich heute noch dieses tolle Set von der lieben Sandra von Papier und Passion in den Shop. Frohes für, wie nennt sich? Ah ja, Deko für Tannenbäume. Genau. Denn da kommen nämlich heute noch Stanzen in den Shop, die auch passend dazu sind. Da habt ihr einmal frohes Fest, guten Appetit, eine 24. Schön, dass du da bist, Advent, Winterzeit und Sternenzauber. Und ich zeige euch jetzt mal die Stanzen dazu. Das sind nämlich diese hier, das sind zwei Sets. Das ist einmal schlichter Tannenbaum 3 und einmal schlichter Tannenbaum 2. Und ihr habt da jeweils drei Tannenbäume drin. Versucht euch mal ein bisschen hierzu zu zeigen. Einen ganz großen, einen mittleren und einen etwas kleineren. Hier habt ihr zwei mit gestitchten Linien und hier oben einfach mit einem Löchlein. Und bei diesem Set hier, da habt ihr auch drei Tannenbäume, aber das sind mehr die Outlines. Auch wieder etwas größer, mittel und klein. Und dann könnt ihr einfach solche Anhängerchen hier mit integrieren. Und ich habe es aber ein bisschen umfunktioniert, denn ich finde die Größe von diesem Tannenbaum hier und auch von dem hier perfekt und habe daraus eine Verpackung gebastelt. Und zwar habe ich diese Verpackung hier daraus gebastelt. Das sind ja, einfach ganz normale Boxen. Leider war hier meine Handstanze für die Griffmulden oder für einen Kreis, wo ich mir hätte Griffmulden stanzen können, schon eingepackt, weil ich dachte, ich brauche das nicht mehr. Und dann ist es ja immer so, immer wenn man denkt, man braucht es nicht mehr,
dann braucht man es. So, und deswegen, also hier würde ich mir eigentlich noch Griffmulden reinstanzen, damit ich das ein bisschen besser hochziehen kann. Und dann sieht die Verpackung hier so aus. Ich habe es seit langer, langer, langer Zeit auch mal wieder als Schüttelelement gemacht. Weil auch da war in der Roomtour einfach so die Erinnerung, oh ja, du hast noch ganz viele Schüttelteile, verwend sie doch vielleicht mal. Also es hat auch seine Vorteile, wenn man mal seine Schränke wieder aufmacht und schaut, was man so da alles rumfliegen hat. Und ja, dann habe ich hier einfach aus diesem Set den Tannenbaum genommen, um so den Körper zu bauen. Und dann habe ich diesen Tannenbaum aus dem anderen Set genommen, um hier so ein Schüttelelement draufzusetzen. Und das ist auch diese Woche unter unser Sonntagsvideo. Da basteln wir diese Verpackung. Die ist auch nicht wirklich schwer. Und ja, genau. Ach so, und als Schüttelelement, ich gucke mal, ob ich es gerade finde. Das ist nämlich auch ein altes von Picket Fence. Moment. Hier. Das ist dieses hier. Das ist nämlich richtig cool. Das nennt sich Gingerbread People. Habe ich schon eine Weile. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es das noch gibt, denn normalerweise gehen die eigentlich nicht raus. Aber bei Kreativdepot gibt es die nicht mehr. Da gab es das mal, aber die gibt es da nicht mehr. Aber vielleicht findet ihr es ja noch woanders. Denn ich finde, das passt jetzt einfach perfekt hier so für die Weihnachtszeit und für solche Schüttelsachen. Ja, dann habe ich noch ein bisschen anderes Schüttelzeug. Aber das seht ihr dann im Video. Da zeige ich euch, welches Schüttelzeug ich wie, wo, wann noch verwendet habe und auch, was ich sonst noch verwendet habe. Denn ihr seht auch hier noch etwas, was heute neu in den Shop kommt, und zwar diese Sprüche. Das ist einmal dieses Set hier von der lieben Steffi von Stilfein Design. Das ist Designline Zauberhafte Winterzeit. Und hier sind ganz, ganz tolle Sprüche wieder drin. Ihr habt hier einmal Wintergrüße, Zeit für heiße Schokolade. Winterzeit ist Kuschelzeit, Winterwunderland. Schneeflocken sind Schmetterlinge des Winters. Finde ich einen mega, mega schönen Spruch. Hatte ich auch noch eine Idee, aber auch zeitlich nicht mehr geschafft. Dann hier Christmas Kisses, lass uns einen Schneemann bauen, zauberhafte Winterzeit, it's the most wonderful time of the year, Winterregeln, Schneeflocken essen, bunte Mützen tragen, Schneeballschlacht machen, Punsch trinken. Ja, also tolles Set und auch die Schriften wieder so traumhaft schön. Ich habe mich sehr gefreut über dieses Set und musste das dann auch hier gleich verwerten, weil da kann man jetzt auch wieder tolle Sachen reinpacken und sie zu Weihnachten verschenken. Genau. Und dann habe ich noch als letztes ein Stempelset nochmal zum Hintergrundstempeln von Carola, von Carolas Bastelstübchen. Das ist Hintergrund O Tannenbaum. Ja, dann habt ihr hier so kleine Tannenbäumchen und so ein paar Pünktchen und hier dieses O Tannenbaum. Und genau, das ist auch wieder einer, den ich gerne verwenden möchte, um Postkarten zu bestempeln, damit ich zur Weihnachtszeit wirklich es schaffe, jedem zumindest ein kleines Kärtchen, auch wenn es nur eine Postkärtchen ist, zu schicken. Genau. Ja, ihr Lieben, ich schaue mich um auf meinem Treppenplatz, ob ich noch irgendwo was reingestopft habe, was ich noch nicht gezeigt habe. Aber tatsächlich, ich glaube, ich habe euch alles gezeigt. Ja, und für mich ja, kommt jetzt leider so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich zumindest mich mal für eine kurze Zeit bei euch verabschieden muss, mal wieder. Ich muss in eine kleine Bastelzwangspause, nenne ich es immer. Denn ja, mein Bastelreich muss jetzt auch leider eingepackt werden. Und dann ist es einfach nicht mehr möglich zu basteln, logischerweise. Und ja, ich hoffe, ich kann mich immer mal wieder zwischendrin vielleicht melden. Ich hatte mir zumindest auch vorgenommen, euch vielleicht mal ab und an, vielleicht bei Instagram oder so, in der Story ein bisschen zu zeigen, wie so der Stand ist und wie es läuft. Vielleicht nehme ich euch da ein bisschen mit. Und ja, das eine oder andere habe ich schon vorgearbeitet, wo ich zumindest euch vielleicht dann noch mal was zeigen kann zum Thema Kolorieren. Kommt zum Beispiel noch was. Ich denke, das wird in der Zeit erscheinen, wo ich noch nicht vielleicht wieder richtig dabei sein kann. Aber dann zeige ich euch zumindest so kleine Fotos, wenn ich das schaffe. Genau, und ansonsten
wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bastelt, seid kreativ und wir hören uns auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder, denn mir fehlt es dann auch. Also es ist echt so, dieses Videodrehen und auch so dieses Freitagsritual, das ist schon mir sehr ans Herz gewachsen und es fällt mir immer schwer, dann da ja so wieder auszusteigen. Aber in dem Fall geht es leider nicht anders. Dafür komme ich dann aber wieder mit vielen neuen Ideen zurück und ich habe auch noch so viele Ideen. Wenn ich es zeitlich noch schaffe, dann kommt auch noch ein Experiment. Video, was ich so in der letzten Zeit immer mal wieder gedreht habe. Ich hoffe, ich bekomme das noch fertig. Und ansonsten, ja, gibt es ja auch ganz viele andere Videos von mir, wo ich euch beim Basteln mitgenommen habe. Vielleicht könnt ihr da einfach reinschauen. Und ja, ich sag auf jeden Fall erstmal bis auf weiteres. Tschüss. Und ich drücke euch und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und wir hören uns. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Hallo ihr Lieben, ich möchte heute gerne mit euch ein kleines, ja, wie nennt man es, Büchlein basteln. Denn ich habe schon ganz lange hier solche Rohlinge liegen. Und jetzt beim Kistenpacken sind die mir wieder in die Hände gefallen, so wie das ganz oft ist, ne? Man kauft etwas, legt es zur Seite und weiß nicht mehr, dass man es hat. Und da habe ich mir überlegt, dass ich mir einen Einband aus Graupappe und Buchleinen machen möchte, denn wir haben ja diese Woche ein ganz tolles neues Stempelset von Treebird und zwar dieses hier. Das nennt sich Designline Bär Masté und hier habe ich diesen süßen Bären schon koloriert und dachte mir, den würde ich gerne dann hier auf dieses Büchlein vorne draufsetzen. Ich habe auch noch etwas vorbereitet und zwar habe ich mich hier schon einmal diesen Kreis hier ausgestanzt und das ist der Mandala-Kreis 1. Den hatte ich nämlich bisher noch gar nicht verwendet, den gibt es aber schon im Shop. Und da ist der Plan, dass dieses Bärchen hier nämlich dann seinen Platz hier drauf findet. Und dann hier so dekorativ da drauf sitzt. Genau, aber zuvor müssen wir uns erstmal unseren Einband quasi basteln. Und mein Büchlein hier ist, ja, so 9,7 mal 9,7. Und deswegen habe ich das ein bisschen größer bemessen. Das ist bei mir dann 10,2 für den Boden und für den Deckel. Und dann als Rückteil habe ich 1,5 mal 10,2. Dann soll das Büchlein dann später so aufgehen und mal gucken, wie wir es uns gestalten. Ich möchte es auf jeden Fall jetzt erstmal in Graupappe einbinden. Und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze dekorieren dann. Ich war schon wieder sehr versucht, eine runde Metalldose zu dekorieren, aber das wollte ich euch jetzt diese Woche ersparen. Soll ja auch nicht immer das Gleiche sein. So, ich habe mir hier ein neues Buchlein rausgesucht. Ich weiß leider nicht, wie die Farbe ist, denn manchmal, wenn ich Buchlein bestelle, bekommt man überhaupt keine, ja, Übersicht, welche Farbe das jetzt ist. Man weiß, man hat sie bestellt, aber am Ende weiß man nicht mal mehr, wie die Farbe heißt. Deswegen kann ich euch dazu leider wenig sagen. Es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Mintton. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass ich in letzter Zeit querbeet überall mal Buchleinen geshoppt habe. Und ja, es gibt ja diverse Shops, da müsst ihr mal schauen. Auch bei Kreativdepot gibt es ja eine tolle Auswahl, aber ich hatte mal Lust auf so mintige Töne und da gibt es leider bei uns bei Kreativdepot nicht so viel. Ich hoffe, da kommt auch irgendwie noch mal was rein, denn ich liebe ja Buchlein, wisst ihr ja. So, jetzt gucke ich hier mal. Das 10,2 und 13, also 13, würde ich jetzt mal sagen, hier so 13 irgendwas. Nee, doch, wir machen mal 13. Dann markiere ich mir das hier mal. Kann das hier erstmal weg. Und hier auch 13. Und dann ziehe ich mir hier so ganz rudimentär eine Linie.
Okay, und dann können wir uns das Ganze einmal abschneiden. Das ist jetzt auch so eine Rolle, die etwas kürzer ist. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Die ist zwar in der, also die ist anders einfach aufgerollt. Die anderen sind ja quasi eher lang aufgerollt, ist dann für den Basteltisch etwas sperriger. Und diese Rolle hier ist jetzt auf die kurze Seite gerollt. Ist halt für so kleinere Projekte ein bisschen handlicher. Dann kann das erstmal weg. Und ich nehme hier wieder meinen Leim. Ich versuche mal hier oben die Matte hinzulegen, damit ihr nicht so geblendet werdet. Dadurch, dass wir hier ständig irgendwas hin und her räumen, ist auch meine Kamera immer mal wieder anders da. Im Moment, jetzt habe ich hier den Pinsel, der so ein bisschen noch hart ist vom letzten Mal. Habe ich nicht richtig ausgewaschen. Das ist dann nicht so gut. Aber das Gute ist, wenn er den ins Wasser geht, dann wird der auch schnell wieder weich. Okay, so, dann können wir uns einmal hier das beziehen. Wie eh und je, einfach Leim hier drauf geben. Man könnte das jetzt auch mit dem Röllchen machen. Ich habe mir sogar extra bei Action so ein neues Röllchenpaket gekauft mit so kleinen Rollen. Aber durch den Umzug jetzt habe ich es schon einfach weggepackt. Deswegen muss der Pinsel jetzt weiterhin herhalten, bis dann wieder alles ausgepackt werden darf. So, ist eigentlich auch zu viel Leim, aber ihr wisst ja, ich habe es nicht so mit der Dosierung vom Leim. Das ist nicht so meine Stärke. So, dann dadurch, dass es 10,2 mal 10,2 ist, ist es egal, wie rum das liegt, einmal hier drauf geben. Müssen sie uns auch noch auf die richtige Länge dann abschneiden, habe ich noch nicht gemacht. Ups. Dann einmal das Zwischenstück. Das müssen wir uns auch gut weglegen. Ja, also dass es nicht zu nah dran ist, sonst kriegen wir das nämlich nicht mehr schön auf. Machen das heute auch, weil das ein kleineres Projekt ist, alles mal aus einem Stück, anstatt immer den Rücken noch mal anders dazu machen, finde ich eigentlich auch mal ganz schön. Habe ich eher selten, dass ich alles aus einem Stück mache. So, und jetzt lasse ich hier ordentlich Platz. Ich gucke mir das auch gleich noch mal an. Aber das müsste passen. Ja. Also, ich habe hier relativ dicke Graupappe. Ich glaube, das ist wirklich 2,5. Also es ist auf jeden Fall richtig dick und da muss man dann auch ordentlich Abstand lassen, weil sonst hakt das später und dann kriegt man das nicht mehr schön auf. Und so Büchlein wollte ich schon ewig mal machen, aber wie es so ist, man hat irgendwie tausend andere Projekte noch und dann ist es irgendwie in Vergessenheit geraten. Jetzt machen wir es aber nochmal gemeinsam. Ist ja auch kein Hexenwerk, da so ein Einband zu machen. Aber ich finde, es sieht einfach schöner aus. Und das kriegt dann auch wieder jemand, den ich mag, geschenkt. Aber sowas verschenke ich dann grundsätzlich auch gerne. So. Das ist hier jetzt auch. Ich würde sagen, das ist auch der gleiche Abstand. Das passt. Also ihr müsst schauen, dass ihr hier oben bündig seid und unten auch. Das sieht aber soweit gut aus. Dann einmal hier abschneiden. Da kann man jetzt einfach... Zack. Das so. Dann einmal, wie wir das kennen, die Ecken reinschneiden. Und ich überlege, ob wir innen Designpapier machen oder ob wir innen auch nochmal Buchleinen nehmen. Das schauen wir gleich. Wo wir auf jeden Fall Buchleinen noch brauchen, ist für dieses mittlere Teil. Aber vielleicht nehmen wir auch komplett nochmal. Ich weiß es nicht. Also das Ding ist, dass unten da, wo der Block hinkommt, da sieht man es ja eh nicht. Also da
Kann man eigentlich egal was nehmen, sieht man nicht. Aber für oben, für den Deckel, da habe ich eigentlich vor, noch so einen Spruch dann zu stempeln. Und dann finde ich das immer schön, wenn das nochmal ein besonderes Designpapier hat. So, wir schlagen das hier einmal ein. Schön an die Kante. Glaube, ich habe nicht ganz sauber hier gearbeitet oder das Buchlein hat sich etwas verzogen. So, dann gehen wir hier noch mal entlang. Ah, hier steht es ein bisschen vor, aber ich habe es ja jetzt auch wirklich per Augenmaß gemacht. Könnt ihr euch ja ein bisschen besser anzeichnen. Kann man hier schon mal die Ecke einschlagen. Wenn ich zeitlich es hinbekomme, dann möchte ich auch gerne noch ein zweites machen, weil ich habe zwei Blöcke. Und das wäre ja schön, wenn das dann auch so ein Set wäre. Aber das wird echt schwierig im Moment. Mal schauen. Ich drehe das Video auch jetzt schon 2 Wochen vorher fast. Also wir sind ja immer ein bisschen im Vorlauf. Nicht immer, aber meistens. Und deswegen kann ich ein bisschen vorarbeiten. Also wenn ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich schon im absoluten Umzugswahnsinn angekommen. Ja, mal schauen, was ich noch die nächste Zeit so hinbekommen kann. Aber es fällt mir auch dann schwer, dann nicht zu basteln oder weniger zu basteln, weil ich mache es ja auch einfach gerne. Und es ist ja eigentlich auch so meine Zeit, wo ich mal Stress abbaue oder wo ich einfach mal Zeit für mich habe. Und wenn es dann halt eine ganze Zeit lang so ausfällt, ist das halt auch nicht so schön. Aber das kennt ihr ja wahrscheinlich selber, dass man manchmal Phasen im Leben hat, wo man eben nicht wirklich viel Zeit am Basteltisch verbringen kann. Aber es kommen auch wieder bessere Zeiten. Und ich hoffe, dass ich noch ein bisschen für die Weihnachtszeit was Schönes schaffe. Aber bis dahin sollte das Zimmer dort auch einigermaßen dann stehen, hoffe ich. Also klar, man zieht um und es ist nicht gleich alles perfekt, aber ich versuche zumindest beim Bastelzimmer, Schrägstrich Büro, auf jeden Fall Gas zu geben, weil das sind schon auch mit die wichtigsten Räume, so für mich persönlich. So, jetzt gehe ich hier nochmal ein bisschen an die Kante. Das gleiche hier drüben. Und dann können wir gleich mal überlegen, ob Designpapier oder Buchlein. Ich habe jetzt hier auch wieder viel zu viel. Auch hier die Ecken schön ausformen. Okay, das sieht soweit gut aus. Sind zwar ein bisschen dick hier, aber das geht. Und schon haben wir zumindest den Einband soweit fertig. Also das soll ja dann hier dieser Block rein. Und
Schauen wir mal. Ja, das passt. Ich habe es extra ein bisschen größer bemessen, damit es hier seitlich dann auch so ein bisschen abgedeckt ist alles. Und der Plan ist, dann hier das Bärchen da drauf zu drapieren und noch ein bisschen Deko. Und was natürlich auch schön wäre, aber das müsste ich halt jetzt dann überlegen, ist, ob man da so ein Gummiband noch drumherum setzt, weil das irgendwie halt auch schön wäre. Aber dann steht das halt hier auch wieder so blöd über. Deswegen wollte ich eigentlich jetzt gar nichts drumherum machen. Vielleicht machen wir uns aber eine Banderole. Also wir könnten ja das hier zum Beispiel auch nicht direkt drauf machen, sondern auf eine Banderole. Wäre ja auch ganz nett. So, und wenn man das dann später aufklappt, dann möchte ich hier gerne noch einen Spruch stempeln. Und deswegen ist jetzt die Frage, also machen wir das Ganze hier nochmal aufs Buchlein und man kann ja auch trotzdem das aufs Buchlein machen und dann mit Designpapier auch nochmal drüber gehen. Das wäre jetzt nicht das Problem, aber es ist halt auch ein bisschen doppelt gemoppelt. Ich denke, wir machen jetzt als allererstes mal auf jeden Fall hier dieses Innenteil. Da nehme ich jetzt. Wie viel nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir sind mal großzügig, nehmen mal 5 cm. Lieber ein bisschen mehr. Dann abschneiden. So, dann einmal hier. Das möchte ich gerne, dass hier oben so der Rand so ein bisschen dünner ist und hier unten auch, also markiere ich mir das ungefähr hier so. Ja. Leg mir hier so das Lineal an, dass das einen rechten Winkel hat. Ich bin da jetzt sehr einfach, ne? Also ich mache viel per Augenmaß und also ich benutze jetzt auch gerade eigentlich das völlig Falsche zum Schneiden, aber das geht schon auch mal zwischendrin, wenn das so kleine Sachen sind. Jetzt leime ich mir das hier einmal ein. So, gut, vor allem die Kanten. Klebe mir mal kurz an den Finger, damit ich es sauber machen kann. Sonst ditche ich mir da noch rein. Ich kenne mich. Dann nehmen wir wieder das Stück und setzen uns das hier einmal circa mittig ab. Hätte man sogar unten noch ein bisschen länger machen können. Also eigentlich mag ich das, wenn das wirklich ein bisschen schmaler ist, aber da hätte ich es noch ein Stückchen länger machen müssen. Das habe ich jetzt nicht. Einmal hier gut drüber. Und dann auch hier. Und hier. Dass das hier dann auch schön passt. Okay. Das wäre das. Sieht schon mal ganz nett aus. So. Okay. Das oben. Okay. Ja, ist eigentlich wurscht. Jetzt die Frage. Designpapier? Ja. Designpapier? Ja. Aber welches Designpapier? Wir sind ja hier so ein bisschen grün erdig. Ich schau mal, was ich als Designpapier verwenden kann. Wie heißt es so schön? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Also, ich habe es immerhin geschafft, mich auf 3 Blätter zu reduzieren.
Aber irgendwie finde ich alle drei nicht schlecht. Also, es gibt einmal dieses hier. Und ich finde, das passt halt wirklich farblich hier so perfekt. Und ich finde das auch schön mit diesen weißen Linien. Sieht sehr edel aus. So, das ist übrigens Designline Geflatter. Das hat diese Seite als Rückseite. Das ist schon mal sehr schön. Dann gibt es das traumhafte Blattwerk. Und das passt halt auch irgendwie total gut, weil das auch noch mal so dieses Blätterthema hat. Und auch so vom Muster ist es schön klein. Also finde ich auch gut. Oder auch so dieses gepunktete, da würde halt der Text, den ich mir noch hier vorstelle, wahrscheinlich auch gut aussehen. Und das ist wirklich fast das gleiche Grün wie das. Also das ist auch ein großer Favorit. Und dann gibt es das hier noch. Das passt auch sehr schön. Ist zwar so ähnlich, aber hat hier noch mal mehr so dieses Grafische. Ja, so. Und wer die Wahl hat, wie gesagt, hat die Qual. Das nehme ich jetzt. Also das sind Punkte. Das ist, glaube ich, ein bisschen unruhig, wenn der Spruch da noch drauf kommt. Also die Seite schon mal nicht. Da würde wirklich der Spruch am besten zur Geltung kommen, glaube ich. Da würde der Spruch wahrscheinlich auch noch gut zur Geltung kommen. Also wenn ich da dann quasi einen weißen Kreis ausstanze zum Beispiel und da den Spruch draufsetze. So hatte ich das gedacht. Da haben wir ja auch so tolle Sprüche-Sets. Deswegen. Nicht so einfach das Ganze. Ist halt so ein bisschen langweilig. Ich nehme jetzt das. So. Wenn es hinterher dann doch doof ist, dann ist es halt so. Aber ich nehme das. Und ich möchte gerne einmal. Ich markiere mir das wieder mal, weil ich keine Lust habe auf irgendwelche Maße. Also das soll hier so relativ schmal sein. Deswegen machen wir mal hier und schneiden es uns schon mal in der Länge zurecht. Lege ich das einmal hier an und dann würde ich sagen, einmal hier. Hier habe ich das jetzt so. Dann muss das hier eigentlich auch so passen. Und dann markiere ich mir das hier. Also ihr könnt euch natürlich das auch rausmessen und dann, ich bin halt immer der Freund davon, dass ich mir das anlege, weil man doch nicht immer so haargenau arbeitet und manchmal das dann mit den Maßen nicht so hinhaut und deswegen mag ich das lieber so. Und dann können wir das uns auch einleimen. Können es natürlich auch mit doppelseitigem Klebeband versehen. Aber ich mache das jetzt mit Leim. Das wird sich dann auch erstmal ein bisschen rund biegen. Aber mit Kleber kriege ich das halt jetzt nicht hin, dass ich wirklich hier die Ecken gut verklebt bekomme. Deswegen mache ich das jetzt so. Einmal hier zur Seite. Da muss man nur wirklich aufpassen, dass man gleich das so positioniert, wie das sitzen soll, weil da ist nicht viel mit Schieben. Ich glaube so.
So sieht das doch ganz gut aus. Die schön dann mit Falzbein drüber gehen. Gut, von dem sieht man eh nicht viel, weil da der Block gleich drauf sitzt. Aber trotzdem. Okay. Numero 1 und Numero 2. Dann gucken, dass das gut sitzt. Immer darauf achten, dass ihr saubere Finger habt und auch eure Unterlage sauber ist. Deswegen lieber kurz nur mal das Papier so anlegen und dann schnell sauber machen. Das ist nämlich hier ein bisschen schief. Das passt das? Ja, ich denke, das sieht nicht schlecht aus. Oder? Ja, man kriegt das halt, wenn das einmal klebt, nicht wirklich mehr geschoben. Aber das sieht okay aus. Es ist ja immerhin selbst gemacht, also. Haargenau gerade wird man es nicht immer hinkriegen. Aber das ist okay. Jetzt hier wirklich gut die Kanten nach, hier auch noch mal, dass ich das schön anlegt, das Papier. Aber das sieht soweit gut aus. Könnt auch hier dann noch mal Blasen oder sonstiges rausdrücken. So, hier machen wir jetzt aber eh den Block noch drauf. Der kommt hier drauf. Ist das hier so. Ne? Sieht schon cool aus, so ein kleiner Block. Das klebe ich mir jetzt auch mit Buchleinen fest. Keine Ahnung. Es ist ja, glaube ich, nur so Kraftpapier hier hinten drauf. Ich wüsste sonst nicht, wie ich ihn sonst festkleben soll. Ja, gut, doppelseitiges Klebeband vielleicht, aber. Wir machen es mal lieber so. Okay. So, ich muss einmal gucken. Genau, das wollte ich nicht. Shit. Ah, toll. Ganz toll, Sabrina. So, jetzt also gucke ich nur gerade, weil jetzt habe ich hier auf der Seite mehr Kleber. Ob ich es dann doch so klebe, obwohl ich da jetzt mit dem Falzbein so blöd drüber gegangen bin, aber ja. Das bitte nicht so machen. Festhalten euren Block, damit er nicht abstürzt. Zum Glück ist es erstmal noch egal, wie rum. Aber das ist jetzt ärgerlich, ehrlich gesagt, weil gut, da kommt noch was drüber, aber trotzdem, das sowas ärgert mich, weil das ist so unnötig. Man arbeitet die ganze Zeit akkurat und dann fällt einem irgendwas aus der Hand und es ist ruiniert.
Naja, gut, passiert. Kann man nicht ändern. So, einmal hier reinkleben. Ich weiß gar nicht, kann man den hier hochheben? Einmal ein bisschen festdrücken. Nicht so schlimm. Wir machen uns das gleich noch etwas hübsch hier und dann sieht das kein Mensch mehr. Also sieht wahrscheinlich eh kein Mensch, aber ich bin da sehr pingelig bei sowas, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich finde das ganz schrecklich, wenn mir sowas passiert. Deswegen mache ich auch die Koloration zum Schluss. Dann ist die Gefahr, dass ich es nicht mehr versau, gebannt. Oh, aber ärgern tut mich sowas wahnsinnig, da bin ich ehrlich. Okay, einmal aus den Kreisen hier würde ich mir jetzt, das war hier mein Haar entfernen, würde ich mir jetzt einmal noch was ausstanzen. Ich denke mal diese Größe hier, weil es darf schon ein bisschen größer sein. Aber ich muss auch erstmal den Spruch raussuchen. Und danach bemesse ich dann den Kreis. Also ich schau mal, welchen Spruch wir hier reinstempeln auf den Kreis. Und genau, dann können wir das gleich fertig dekorieren. Ich habe ein Stempelset gefunden, was ich gerne verwenden möchte. Und zwar dieses hier. Das ist Sei achtsam mit dir. Ein ganz, ganz tolles Set. Da hatte ich auch letztens diesen Spruch hier für eine Karte verwendet. Und ich möchte heute gern diesen hier verwenden. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Atme, lächle und leg los. Finde ich sehr schön. Man könnte auch nehmen, der Plan für heute, Tagträume fröhlich sein. Ist auch sehr schön. Passen beide eigentlich mega gut, weil wenn man hier so kleine Notizen sich auf drauf schreibt. Aber wir nehmen jetzt jeden Tag, so wie ich das am Anfang gedacht habe. Ein sehr, sehr schönes Set. Und dann einmal abstempeln. Ich habe hier als Kontrast nochmal so ein Kraftpapier verwendet, weil sonst ist mir das ein bisschen zu weiß alles. Und von außen haben wir ja auch braun. Deswegen passt es dann wieder ganz gut. Einmal abstempeln. Ich hole es mal kurz zu mir her, sonst sehe ich wieder nichts. Sieht doch ganz schön aus, wenn man das so dann aufmacht und lesen kann. Ja. Man könnte auch vielleicht hier noch was mit Stanzteilen machen. Ich muss nur mal hier bei dem Atmen, da ist irgendwie was dazwischen gewesen. Einmal mit einem kleinen Feinliner ausmalen. So. Ist vielleicht auch ein bisschen pingelig, aber ja. So sieht das Ganze aus. Und ich kann das auch noch ein Stück höher setzen. Da ist nämlich noch ein bisschen Luft dahinter. Und dann einmal hier Klebepunkte. Ich bin da jetzt mal großzügig, weil die sich dieses Teil hier so ein bisschen schon vom Stanzen gebogen hat, weil meine Stanzmaschine doch auch schon ordentlich viel Druck ausübt. Und dann biegen sich manchmal die Stanzteile. So, jetzt bitte gerade und möglichst mittig. Ich würde sagen, so ist gerade und möglichst mittig. Dann geht das hier nämlich noch genau zu. Steht jetzt hier ein bisschen offen, das kann ich aber nachher noch ein bisschen pressen. Aber das passt. Das sieht rundum sehr schön aus. Gefällt mir gut. Ja, wenn man es dann aufmacht, dann hat man so einen schönen Spruch. Okay. Jetzt kommen wir eigentlich
zum Highlight, nämlich das Dekorieren von außen. Und entweder mache ich das wirklich jetzt ganz easy peasy, indem ich einfach das hier aufbringe und dann einfach nur noch vielleicht ein Label mit Om oder so. Ich habe hier noch, glaube ich, Label rumfliegen irgendwo. Hier zum Beispiel hätte ich eins. Ist dann immer nur die Frage, wohin damit? Wenn das nämlich hier halt so rund ist, brauchst du den Spruch oder brauchst du den nicht? Und ich möchte, also den Bären habe ich hier schon 3D-Pads gegeben. Und den Kreis hier, den würde ich auch einfach so ein bisschen nur in der Mitte festkleben, damit der wirklich so hoch steht und gar nichts weiter dann mehr machen. Erst hatte ich noch überlegt, ob ich mit einem Kreis im Hintergrund mit Aquarell noch was mache, aber das wäre auch wieder ein bisschen Verschwendung für das schöne Buchlein, weil wir eh nicht so viel Fläche für das Buchlein haben. Deswegen glaube ich, lasse ich das auch einfach und klebe mir das jetzt einfach mal hier oben ringsrum fest, also dieser Sternenteil hier einfach ein bisschen festkleben, damit das ein bisschen hält. Das andere kann ja dann ein bisschen hochstehen, das macht ja nichts. Kann auch da ein bisschen hier, damit es nicht ganz so extrem absteht, aber das ist auch nicht schlimm, wenn es absteht, finde ich. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Kleber wegwischen, bevor ich es ruiniere. So, jetzt einmal kurz schauen, dass das mittig sitzt. Und dann kann das Bärchen nämlich auch direkt da drauf. Hier so. Ist das gerade? Ich sehe das immer nicht. Ich denke, ja. So, einmal festkleben. Das andere muss noch ein bisschen anziehen, aber das geht dann auch gleich. Und das sieht schon ganz gut so aus. Man könnte ja jetzt auch einfach nur Nylongarn hier noch drumrum machen. Weil Banderole ist ja auch irgendwie doof. Geht jetzt sowieso nicht mehr, weil ich habe es ja gerade festgeklebt. Ist auch so gut, wenn man vorher eigentlich nochmal überlegt, man könnte es ja eigentlich anders machen und es dann ignoriert, weil es einem nicht mehr einfällt. Aber ja, mit so Nylongarn hier drumrum und hier so ein Schleifchen und noch vielleicht ein Anhängerchen, wobei es dann vielleicht auch für die kleine Fläche ein bisschen zu viel. Also ihr seht, so ganz einig bin ich mir noch nicht. Aber Nylongarn können wir mal noch versuchen. Da ist jetzt die Frage nur, was für eins. Also ich hätte hier so schönes Blush oder Milchkaffee. Das wäre dann noch mal so ein Braun. Grüntöne hätte ich noch, aber das geht dann so ein bisschen unter auf dem Grün. Vielleicht so ein helles, da ist ja noch so ein Kupferton drin. Irgendwie so ein bisschen Farbe fehlt mir noch. Wisst ihr, da ist irgendwie, also hier ist ja noch das, ja, ich finde das, also. Ihr werdet das vielleicht seltsam finden, aber ich finde das Kupfer so als Kontrast noch ganz interessant. Und dazu noch einen Braunton. Da hätte ich hier auch noch welche. Vielleicht Walnuss oder Nougat. Milchkaffee. Ja, ganz nett hier eigentlich die Kombi, oder? Wir probieren es mal. So, einmal abschneiden.
könnte es ja auch so machen, dass das Nylongarn hier, dass er das so hält. Das wäre schon auch witzig. Aber es sieht auch ein bisschen doof aus, oder? Sieht das doof aus? Oder sieht das witzig aus, wenn er das so hält? Vielleicht hätte ich das Nylongarn unter den Bären kleben sollen. Dann hätte man das hier vielleicht so festmachen können. Weil ich bin nicht so der Freund davon, Nylongarn über irgendwas drüber zu legen, wie so ein Motiv oder so. Aber ist jetzt auch Geschmackssache. Wir machen es auf jeden Fall mal fest. Auf jeden Fall ist das Nylongarn schön. Und das passt auch gut. Frage ist jetzt nur, ich kriege das aber hinter den Bären nicht mehr drauf, oder? Kriege ich das hier drunter? Ne, da habe ich ja auch einen 3D-Punkt. Wenn, würde ich es nur noch hier so. Oh, ich krieg's noch mal ein bisschen angelöst. So finde ich es besser. So, dann sitzt der hier auf dem Namaste, Bärmaste, Nylongarn drauf. Das finde ich wiederum ganz cool. Und da kann man dem hier das Nylongarn so in die Hand geben. Ja, wie auch immer. Ne, das ist jetzt Spielerei. Ich muss es auch noch ein bisschen fester binden. Aber so finde ich, sieht es ganz cool aus. Und ich glaube, ich verzichte heute mal auf einen Spruch. Sondern lass einfach nur das Motiv wirken und den Block selber. Und da ist ja auch ein Spruch drin. Ne, ist ja nicht so, dass gar kein Spruch drauf wäre. Aber wenn ich jetzt hier das hier noch irgendwo hinzimmer, ich glaube, das macht das Ganze einfach ein bisschen kaputt. Ja, ich lasse das so und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt Lust, das nachzubasteln. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Lasst euch gut gehen und ja, seid achtsam zu euch. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und wir hören uns. Ciao!